Oh Gott, ich weiß, wo wir sind. Wir sind wieder an der Tankstelle, ne? Waren wir nicht hier schon mal? Da liegt schon wieder so eine Schweinemaske. Und so ging ich durch die tiefschwarze Nacht und sah ein Fahrzeug und eine Kurbel, die nicht funktionierte. Ich hörte die Vögel in der Nacht und irgendwelche Fässer, die mich verfolgten. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Das ist verdammt nochmal zu knochenlich. Mendus Corporation Metal Precinct. Oh, warte mal. Factory. Wir haben einen Eintrag. Mein Tagebuch. Ah, ein Höllenportal. Das haben wir noch gar nicht gelesen. Ich habe anscheinend keine andere Wahl. Und so stieg ich hinab. Gott möge meine Seele gnädig sein. Und wenn dies meine Irrenanstalt ist und ich den Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Wohle meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die unterhalb des Altars liegen. Ja, das hatten wir ja. Da waren wir ja. Die Mendus Processing Company. Meine Seele schaudert, ob das geschehen, aber wenigstens habe ich den Hauptteil der Fabrik erreicht. Nach vorne nun. Und dann nach unten. Ich muss diese Überschwemmung finden und das Wasser beseitigen. Wie Moses werde ich das Wasser teilen und meine kleinen Lieblinge aus seiner widerwärtigen Wiege nehmen. Ich finde das voll cool, dass wenn du hier die Türen zumachst, dass es dann nicht mehr so zieht. Das ist so geil gemacht. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Take me down to the paradise city when the grass is green and the girls don't pretty. Oh, take me down. Yeah, yeah. Oh Gott, ich weiß, wo wir hinkommen. Diese Lampen erinnern mich an Kolbenräume. Er hat Kolben gesagt. Ja. Jetzt sind wir an dem Ort, wo ich meine schlimmsten Erinnerungen habe. Aber der eigentliche Raum kommt noch. Ich hab mich nicht erschrocken. Es war nur gerade sehr laut. Mich verlassen schon die Worte. Die Maschine scheint ja noch zu funktionieren, ne? Irgendwie, oder? Und das Ding hat sich gerade auch noch bewegt. Hab ich gerade im Augenwinkel gesehen. Kann man das im Stream eigentlich sehen oder ist es zu dunkel? Es geht eigentlich, ne? Das Vieh lief hier auf jeden Fall auch gerade rum. Hier geht's.
Das Lampen der Wackeln hat immer die Bedeutung, dass das Vieh in der Nähe ist. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Schwein, Ratte oder was weiß ich. Deswegen müssen wir hier aufpassen. Ich will nicht runter. Ich gehe erst nach oben. Oben ist immer gut. Oben fühle ich mich sicherer. Ah, guck mal, ein Ventilator. Ich fühle mich schon gleich wohler. Wir rufen jetzt an. Mama? Hear me, Mantis. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Wenn du den Saboteur triffst, wirst du alles verstehen. Welchen Saboteur? Wer ist der Saboteur? Huch, hallo? Ich würde gerne die Schubladen öffnen. Danke, da ist... Ein Zettel. 17. Oktober 1899. Jede Abteilung wurde ergonomisch gestaltet. Am einen Ende steht ein Futtertrug, damit sich das Produkt auf der natürliche Weise so in die Position begibt, dass die Betäubungsarme den Kopf erreichen können. Wir nutzen die natürliche elektrische Ladung, die durch die Reibung der Karren gegen das Förderband entsteht. Wir sammeln sie in den Vakuumbehältern aus Glas, die neben den Betäubungsarmapparaten stehen, und leiten sie über den Kupferkabel durch die Arme. Wir haben beobachtet, dass die künstliche Beleuchtung in den Kanistern des Produkts zusätzlich zur Beruhigung scheint. Nach der Betäubung neigt sich das Förderband scharf in die Vertikale, wodurch das betäubte Produkt nach hinten direkt auf den Haken der Ausblutungsförderbands fällt. Dieser Haken durchdringt Hüfte und Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Von diesem Punkt an verzichten wir auf das Förderband und bedienen uns eines kanalisierten Bodens, der Blut und Nährprodukt Sekrete in einem Strom sammelt und ihn in die Flüssigkeitstanks auffließen lässt. Eieieiei, hört sich an wie eine Schlachtbank. Aha, eine Pulle hat er ja auch stehen. Wen auch immer sein Schreibtisch das ist, ich weiß es nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Okay. Da ist schon mal so eine Maske. Guck mal, die haben sogar so eine Maske getragen irgendwie. Da ist irgendwie so eine Schnalle. Schnalle, komm her, du Schnalle. So, was haben wir hier? Ah, hier komme ich gar nicht raus. Ach so, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Werksleiter. Was wohl die Berufsgenossenschaft dazu sagt, dass der hier der Werksleiter Schnaps in seiner Schublade hat? Das wohl der Saboteur war? Oder wer war das? War das der Saboteur? Ich will gar nicht wissen, was wir hier tun müssen. Oh nein. Geh nicht zu, ist das wieder so eine gemeine Falle? Da steht eine 2 drauf. Da ist eine 1. Was steht da? Piston Control Room. Habe ich es nicht gesagt? Wir werden ja bestimmt nicht alleine bleiben. Okay. Die können wir irgendwie offen machen.
Warte mal, ich befülle den mal hier. Vielleicht reicht das hier schon. So, warte mal, ist noch irgendwo einer hier? Alle guten Dinge sind drei in Videospielen, ihr wisst es ja, ne? Kann ich rennen? Ja, kann ich. Hier war noch so ein Ding. Na. So. Ich weiß nicht, ob das richtig. Ich probiere das jetzt einfach mal. So, machen wir mal die Tür zu. So. Naja, noch ist rot. Wir müssen das ja irgendwie einschalten. Ich vermute mal, dass das in dem Control Room da drüben ist. Eins, zwei, drei, oh Gott. Huch, hallo? Ah, ich krieg die. Ach doch, so. Na toll, das sind Schiebetüren. Ich vermute mal, dass ich die alle befüllen muss. Wenigstens so ein bisschen. Okay, lagen nur zwei Dinger. Ich denke mal, es reicht. Lass das mal. Alter, 5 gibt's auch. Wo ist denn 4? 5 und 6 gibt's auch. Wo ist denn 4? Hier ist 4. Ah, 4 brennt schon. Okay. Dann können wir theoretischerweise eigentlich noch einen mitnehmen für 3. Weil alle guten Dinge sind 3. Darf ich bitten? In den dritten. So. Die Scheibe kann ich nicht mit einschlagen, ich dachte. Ich sollte nicht so viel denken. Achso, einmal zu geht nicht mehr offen. Ja, das ist gut zu wissen. Dann lassen wir es einfach da liegen. Dann haben wir da eins. Können wir vorstellen, dass wir hier nicht alleine sind. Auf der Ebene. Ich traue dem Braten nicht. Das ist zu ruhig und zu einfach. Steht der Gefahr. Kein Zugang unter den Kolben bei ruhender Maschine. Ein Tagebucheintrag. Lillys Arme sind aus Stahl. Lillys Arme sind still. Die Kolben sind still. Das Werk ruht. Ich fürchtete einen Stich ins Hornissennest. Ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg freizumachen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben. Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch. Dass ständig Überschwemmungsgefahr besteht, wundert nicht, denn wir befinden uns nahe der Themse. So, ich befülle das andere Ding nochmal eben. Ich vermute, dass wir hier gleich noch Gesellschaft bekommen. Sonst zwei. Ach, hier ist noch jemand. Okay, 5 ist am Brennen. 6 müssen wir jetzt noch schließen, weil ich denke mal, dann haben wir alle. Ich habe Angst, was jetzt passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Weil wir irgendwas falsch gemacht haben. So, wie kriege ich das denn jetzt aktiviert? Kann ich irgendwie einfach einen Knopf drücken und dann geht's los? Oder wie ist das? Oder hier sind irgendwelche Zeiger ab auch. Ah, hier. Stopp. Was? Glutofen gefüllt? Ja, habe ich. Hallo? Okay. Die Glutöfen sind eigentlich alle gefüllt. Sind die auch alle geschlossen? Ich habe die doch alle zugemacht, oder? Der brennt ja sowieso. Ich schaue jetzt nochmal alle nach. Sicher ist sicher. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Lalalala, was ist man denn hier?
Ach, gar nichts, okay. Ach, ich muss den noch aktivieren. Ach so, warum sagt mir das denn keiner? Ich muss den grünen Knopf noch drücken. Dann kann das auch nicht funktionieren. Der brannte schon. Das heißt, ich muss gleich nochmal zurück. Ich gehe nochmal hier hin. Irgendwas ist doch hier. Irgendwas ist doch hier. Eins war auch schon am Brennen. Ja, genau, okay. Das ist zu einfach. Ich mach die Tür sicherheitshalber mal zu. Na, mach die Tür zu. So, und jetzt müssen wir hier drei noch aktivieren, ne? Genau. So, jetzt mal eben. Feuer und Stahl. Das Feuer wurde geschnürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselbe ist. Und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuersystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuersystem zu finden sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Boah, ist das laut! Boah, ich hoffe, wir kriegen hier keine Gesellschaft, aber ich glaube schon. Weil bei dem Krach hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben hier bestimmt Besuch. Ich vermute mal. Alter. Ah, hier sind die Förderbänder. Oh, oh, oh. Wo ist er denn? Der war direkt hinter uns. Geh weg, lass mich! Ah! Ah, geh weg, Kammer! Lass mich! Lass mich! Ah, ich seh nix! Aua, hör auf damit! Aua, lass das! Lass das, hör auf damit! Aua. Das Problem ist, ich sehe gar nichts. Ich sehe noch weniger wie ihr. Und ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Boah, es ist furchtbar. Es ist auch so laut. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen.
Da hinten ist er. Da läuft er. Wo ist der hin? Von ihm, was müssen wir machen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Hier vielleicht? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich traue dem Braten nicht. Ja, der ist hier irgendwo. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Und es ist ja gar nicht laut. Überhaupt nicht. Hier waren wir vorhin schon. Die hat uns, glaube ich, erwischt, ne, oder? Oder meine ich das nur? Wo bin ich denn hier? Und wo muss ich hin? Ich habe das Gefühl, wir laufen im Kreis. Da hinten kommt er. Scheiße, 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 scheiße. Fuck, der kommt da hinten. Und es ist überhaupt nicht laut. Überhaupt nicht. Das Problem ist, der ist jetzt da rechts, ne? Wir müssen da hin, glaube ich. Oder ich vermute mal, dass es richtig rum ist. Also die richtige Richtung. Oder? Ich habe keinen... Also ich habe keinen... Ja, da hinten ist er. Da läuft er. Ich hoffe, der geht jetzt hier rechts weiter oder so. Ich sehe nicht, das ist das Problem. Ich kann mich nur auf mein Gehör verlassen. Da ist er. Aber. Ich höre dich nicht, wo ist er? Ich habe keine Ahnung! Und ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Ist das hier richtig? Das sieht so richtig aus. Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war richtig. Ich lese mal eben die Zeit fürs Tagebuch lesen. Die nehmen wir uns einfach. Der Abstieg geht weiter. Was hat mit dieser finsteren Stimme aufgetragen? Unter den Kolben in den Tunneln und zu den Bildgepumpen. Und sollte die Tür verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden? Ich kann ihm nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Das Geräusch werde ich ignorieren. Dieses Schnüffeln, dieses Schlürfen, Schritte unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Das Problem ist, beim Spiel kann man leider die Lautstärke nicht einstellen. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, wir haben es da oben. Wir sind da oben durch. Das ist schon mal sehr gut. Oh, eine Notiz. 30. April 1899. Da war ich noch niemals geboren. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformung erlitten. Der deformierte Körper, der Rückschlüsse auf
erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von lebenserhaltenden, was? Lebensbandernsten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglücklich barbarische Operation ausgesetzt oder deformiert geboren wurde. Und man versucht, anstelle seiner krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen. Aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht. Und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem Zustand trägt. Es ist also möglich, wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Davis Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentiert an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sensibilität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Eieiei. Hier war auch zu, ne? Ja, okay. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt lang müssen. Ich hoffe, das Vieh lässt uns jetzt in Ruhe. Diese elendige Maschine. Lauf, spring doch da hoch, Alter. Hier ist ein Knopf. Der geht nicht. Ich dachte, wir werden verfolgt. Was war das? Ah ja. Im Nest der Eier. Es liegt in der Wiege seiner schwitzenden Hände. Er saugt das Fieber aus seinem Körper. Er träumt von Vögeln hoch über ihm in den Baumkronen des Dschungels. Ein Jaguar, der im Morgengrauen hustet. Die Lautstärke nicht einschränken kann bei dem Spiel, schon sehr merkwürdig. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Da bin ich wieder. Wer ruft mich jetzt an? Ich habe keine Zeit. Hallo? Quickly, Mantis. Find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Ich beeil mich ja schon. Ich glaube, wir haben einen neuen Eintrag im Tagebuch. Sabotage. Lädiert. Und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größte Anstrengung des Saboteurs überlebt.
Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden, und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge, beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Verdammt nochmal. Und ich würde sagen, wir machen hier eine klitzekleine Pause, denn wir sind an dem Punkt angelangt, wo ich Schiss gehabt habe. Und ich weiß, was kommt. Es kommt noch ein Raum, wo richtig Terror war. Und da habe ich jetzt auch wieder Muffen vor. Wieder Muffen, weil das war so übel. Und ich glaube, das müsste hier kommen, wenn ich mich recht entsinne. Ich würde sagen, wir machen eine klitzekleine Werbung. Klitzekleine Werbung. Ich bin so durch. Klitzekleine Pause in der Let's Play Live Show. Ihr könnt euch ein bisschen Chips und Cola holen. Raucherpause, Chips und Pause, Trinkgutpause, Pipi-Pause, Bubepause. Und dann würde ich sagen, geht's gleich spannend weiter in der Let's Play Live Show. Und habe ich eine Pause? Ja, habe ich. Würde ich sagen, bis gleich.